Wir fahren auch in Abstiegshöhe. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir sehen momentan auf den Straßen, was wir in diesem Bericht auch schriftlich haben. Die Zahlen wurden heute noch nicht genannt, aber ich finde sie sehr beeindruckend. 70% aller befragten Erzieherinnen und Erzieher sagen, dass die gesellschaftliche Anerkennung für ihren Beruf zu gering ist. 70%. Und 60% von ihnen sagen, dass sie mit der Bezahlung unzufrieden sind. Das sind, finde ich, Zahlen, die einem wirklich zu denken geben und dann einen auch eben es nicht überrascht, wenn man die Streiks, die berechtigten Streiks der Erzieherinnen sieht. Bei der Bahnstreik wechseln wir auf andere Verkehrsmittel. Bei der Kita ist es schwierig. Man kann eben nicht die Person so leicht auswechseln, der wir täglich unsere Kinder anvertrauen. Und ich glaube, daran wird auch deutlich, dass es sich eben um besondere Menschen handelt, denen wir sehr, sehr viel anvertrauen, nämlich unsere Kinder, das, was wir eigentlich am liebsten haben und dem wir unglaublich viel beimessen. Und die Anforderungen an die Erzieherinnen sind in den letzten Jahren gestiegen. Ich nenne nur ganz kurz Inklusion, Sprachförderung, aber auch digitale Bildung. Und wir haben zu Recht sehr hohe Ansprüche, weil es eben um unsere Kinder geht. Aber es spiegelt sich nicht in dem Gehaltscheck wider. Das ist also der erste Punkt. Das ist die Frage nach dem guten Arbeitgeber Kita. Der zweite, er wurde heute schon erwähnt, die Anzahl der Plätze. Es fehlen immer noch um die 184.000, vor allen Dingen in Westdeutschland. Das ist immer noch eine Zahl und ich glaube, sie wird auch steigen, weil mit dem Angebot steigt die Nachfrage. Aber was wir auch brauchen, sind flexiblere Öffnungszeiten, weil es eben viele Eltern gibt, die keinen 9-to-5-Job haben, die nicht in die klassische Form reinpassen. Das sind vor allen Dingen Alleinerziehende, die hier Unterstützung brauchen. Wir wollen keine 24-Stunden-Kitas, wo die Kinder 24 Stunden sind, keine Angst, sondern Kinder können früher kommen und gehen dafür auch wieder früher. Wir brauchen drittens die Qualität. Ich bin Herrn Weinberg übrigens dankbar, dass er gerade Bremen erwähnt hat mit 1:3,1. Das ist nach 8 Jahren in grüner Verantwortung bundesweit das beste Bundesland. Danke, dass Sie die erwähnt haben. Und übrigens nicht Bayern, ne, was gerade so beklatscht wurde, sondern Bremen in grüner Verantwortung unter extrem schwierigen Haushaltsbedingungen wurde dort nämlich die Priorität gesetzt auf die frühkindliche Bildung. Das ist grüne Politik in unseren Ländern und das, finde ich, möchte ich hier noch mal unterstreichen. Und in dem Bericht steht drin, dass sich die Situation nicht verschlechtert hat, aber sie ist eben noch weit entfernt von dem, was die Experten uns empfehlen. Da haben wir noch ganz viel Luft nach oben und es ist eben bundesweit unterschiedlich. Und ich möchte noch mal daran appellieren, dass es doch nicht sein kann, dass in Deutschland die Chancen von kleinen Kindern davon abhängen, in welchem Bundesland, in welcher Stadt sie gerade aufwachsen, sondern dass wir einen bundesweit einheitlichen Qualitätsanspruch brauchen, der eben garantiert, dass jedes Kind nicht nur Recht auf einen Platz hat, sondern auf einen guten Platz hat. Und das muss der Anspruch sein. Es gibt eine Arbeitsgruppe von den Ländern dazu. Mich würde interessieren, wann wir dafür mal Bericht bekommen, wann wir auch erfahren, wie es denn da weitergeht. Da fragen wir auch gerne immer unsere Senatorinnen, mit denen sind wir im Austausch. Aber es ist klar, dass es bei den Verhandlungen um Geld geht. Ich glaube, da braucht man gar nicht lange drum rumzureden. Ich möchte hier noch mal erwähnen, dass übrigens der Hauptbatzen an Geld unter Schwarz-Gelb geflossen ist. Das waren 5,4 Milliarden Euro. Und im Vergleich dazu jetzt die Gelder eigentlich ziemlich gering sind. Wir haben uns schon häufig darüber gestritten, ob das jetzt fast eine Milliarde ist oder 550 Millionen. Es ist aber auf jeden Fall nicht adäquat und reicht nicht aus. Und eigentlich ist es wirklich traurig, dass unter einer schwarz-roten Koalition weniger Geld für diesen Bereich zur Verfügung steht als unter einer schwarz-gelben. Die zusätzlichen 100 Millionen von den 10 Milliarden sind auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen wesentlich mehr. Und für Herr Weinberg, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war das gerade eine Absage an den Vorschlag von Herrn Gabriel, das neu zu strukturieren, wie die Gelder kommen. Wir fanden das ja durchaus einen interessanten Vorschlag, mal zu schauen, wie kann man langfristig es auch sicherstellen, dass Gelder vom Bund in die Kitas fließen. Sie werden es wahrscheinlich nämlich müssen und dass man darüber nachdenkt. Schade, dass hier sofort es abgesagt wird. Und zuletzt möchte ich noch mal kurz auf die Bertelsmann-Studie hinweisen, die uns ja noch mal deutlich gemacht hat, dass sich Investitionen in die frühkindliche Bildung besonders lohnen. Die Studie hatte eine schlechte Nachricht. Der Bildungserfolg in Deutschland hängt vom Elternhaus ab. War keine neue Nachricht, aber weiter eine schlechte Nachricht.
Die Studie hatte aber auch eine gute Nachricht, finde ich. Sie sagte, diese Ungerechtigkeit kann ausgeglichen werden durch frühe Förderung, durch gute, frühe, hochwertige Kita-Besuche zum Beispiel kann diese Ungleichheit ausgeglichen werden. Die Kita ist sozusagen ein Aufzug nach oben, der vielen Kindern einen ganz anderen Zugang zu unserer Gesellschaft ermöglicht. Wir brauchen also mehr Plätze, flexible Plätze, gute Qualität, gute und gerechte Bezahlung. Und das sollte es uns wert sein. Und an Sie, liebe CDU, es gab ja letzte Woche vor 10 Tagen eine Umfrage, die in der Welt war, wo auch eine Mehrheit Ihrer Wählerinnen und Wähler gesagt hat, 54% der CDU-Wähler haben gesagt, sie würden lieber das Geld vom Betreuungsgeld in Kita-Qualität geben. Und wenn Sie die CDU-Wähler, die Eltern sind, nehmen, geht es sogar hoch auf 60%. Bei allen anderen Parteien war das natürlich wesentlich höher. Ich finde, dieser Wunsch der Eltern ist absolut zu berücksichtigen. Sie wünschen sich eine gute Qualität. Daran sollten wir uns orientieren. Ich danke Ihnen. Das Wort hat der Kollege Sönke Rix für die SPD-Fraktion.